Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, und heute geht es mal um die YouTube-Glocke, die ja bei einigen nicht zu funktionieren scheint, beziehungsweise da einige keine Benachrichtigung bekommen bei Livestreams oder Videos. Und ja, was ihr dagegen tun könnt, dass ihr wieder Benachrichtigungen bekommt, das zeige ich euch heute. Zumindest zeige ich euch die Einstellungen, die mir bekannt sind, wie es dann eigentlich wieder funktionieren müsste. Denn es ist nicht einfach nur damit getan, die Glocke zu aktivieren und auf immer zu stellen, also quasi auf alle Benachrichtigungen. Denn es gibt noch einige andere Funktionen bzw. Einstellungen, die ihr vornehmen könnt, damit das Ganze funktioniert. Und welche das sind, zeige ich euch heute. So, ich werde euch das Ganze zeigen im Browser. Jeweils beim Internet Explorer und auch beim Google Chrome, beim Mozilla Firefox habe ich nicht, aber da ist es wahrscheinlich genau dasselbe. Das Ganze werde ich euch auch auf dem Handy zeigen, also quasi welche Einstellungen ihr dort vornehmen müsst. Und ja, weil ich denke, dass viele von euch übers Handy zuschauen werden. Und ja, so welche Einstellungen das sind, das zeige ich euch jetzt. Ich packe euch in die Videobeschreibung eine Zeitleiste, dass ihr quasi direkt skippen könnt an den Part, wo ihr halt euch für interessiert. Sagen wir mal, ihr wollt für den Browser nichts wissen, dann könnt ihr das Ganze ja skippen, dann braucht ihr euch das ja nicht anzugucken. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr in der Zeitleiste gucken, dann werde ich euch auf jeden Fall die Angaben reinposten, dass ihr quasi direkt an die bestimmte Stelle springen könnt. So, wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit dem Internet Explorer. So, und wir fangen erstmal damit an, was die Glocke eigentlich ist. So, wir gehen jetzt erstmal auf einen Kanal, und zwar werden wir den nehmen von PewDiePie. Denn ich weiß, dass ich den nicht abonniert habe. So, das hat jetzt nichts mit ihm zu tun oder so, ich habe mir noch kein einziges seiner Videos angeguckt. Aber einfach nur, um euch das jetzt mal zu zeigen. So, wir gehen jetzt erstmal auf den Kanal. So. Ah, ja, den wollte ich nicht haben. So, okay. Hier habt ihr ja den Abonnieren-Button. So, wenn ihr den Abonnieren-Button jetzt anklickt, dann seht ihr hier diese Glocke. So, die Glocke steht jetzt gerade aktuell auf Personalisiert. Das heißt, ich bekomme gelegentlich Nachrichten darüber, dass er live ist, ein Video hochgeladen hat, Community-Beitrag gemacht hat oder sonstiges. So, und wenn ihr diese Glocke jetzt anklickt, dann könnt ihr hier auswählen, was ihr für Benachrichtigungen haben wollt. Entweder wollt ihr alle Benachrichtigungen haben, ihr wollt halt gelegentliche Benachrichtigungen haben oder ihr wollt keine Benachrichtigungen haben. Wobei ich dann die Glocke sinnlos finde, wenn man keine Benachrichtigung haben möchte. Aber gut. So, wir klicken jetzt auf jeden Fall hier auf alle. Wenn ihr immer Benachrichtigungen haben wollt, dann klickt ihr auf alle. So. Das ist auf jeden Fall schon mal das Erste, was ihr machen müsst. Das ist, sage ich jetzt, einfach mal die Grundfunktion. Die Voraussetzung dafür, dass ihr überhaupt Benachrichtigungen von diesem Kanal bekommt. Jetzt gehen wir mal etwas tiefer und gucken mal, warum man denn vielleicht keine Benachrichtigungen bekommt. So. Als Erstes klickt ihr jetzt mal auf euer Profilbild. Und geht dann auf den Reiter Einstellungen. So, wenn ihr auf Einstellungen seid, dann geht ihr hier links auf Benachrichtigungen. So, hier seht ihr jetzt schon deine Einstellungen Abos. Ich möchte über Aktivitäten auf den Kanälen, die ich abonniert habe, benachrichtigt werden. So, das müsst ihr natürlich einschalten, denn sonst bekommt ihr auch keine Benachrichtigung, auch wenn ihr die Glocke aktiviert. Das muss eingeschaltet sein. So. Des Weiteren könnt ihr jetzt auf Kanäle, die ich abonniert habe, klicken. Dann werden alle Kanäle aufgelistet, die ihr abonniert habt. So, und hier seht ihr schon, ich habe alle Glocken erstmal ausgestellt, beziehungsweise auf personalisiert gestellt, um es euch mal zu zeigen. So, hier habt ihr auf jeden Fall jetzt die ganzen Kanäle, die ihr abonniert habt. Und hier könnt ihr jetzt überall die Glocken so aktivieren, wie ihr sie haben wollt. So, sagen wir jetzt zum Beispiel hier, Initiative Creators Channel hat öfter mal coole Sachen, die man sich angucken sollte. Dann gehe ich hier auf alle. So, jetzt bekomme ich davon auf jeden Fall auch wieder Benachrichtigung. Toll. Und er schmeißt mich einfach mal ganz unten. So. Und so macht ihr das halt mit all euren Kanälen. Ihr könnt ja alles anklicken, so wie ihr es haben wollt. Ne? So, ihr könnt ja alle Benachrichtigungen so einstellen, wie ihr sie braucht. So. Vielleicht wollen wir zum Beispiel von, keine Ahnung, hier von Commander Krieger, will ich vielleicht gelegentlich mal was sehen. Will ich nicht immer Videos sehen, weil mich nicht alles interessiert. So. Oder zum Beispiel hier bei Chris Metagaming, hier mein Mod. Der kriegt natürlich sofort hier alle Benachrichtigungen, weil da interessiert es mich natürlich, weil ihr auch Resident Evil spielt zum Beispiel. So, und so macht ihr das halt mit all euren Kanälen. So, und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal die Glocke, ich sag mal, ja, aktiv. Aber es gibt noch mehr Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Und das zeige ich euch jetzt. So, wir sind immer noch im Internet Explorer und ich zeige euch, was ihr jetzt noch einstellen könnt, damit ihr auf jeden Fall Benachrichtigungen bekommen könnt. Und zwar geht ihr jetzt hier oben rechts auf die drei Punkte und geht dann auf Einstellungen.
und wählt dann das Schloss für Datenschutz und Sicherheit aus, beziehungsweise ihr macht das Ding auf und könnt dann hier auf Datenschutz und Sicherheit klicken. Und dann scrollt ihr nach unten und hier seht ihr schon Pop-ups blockieren. So, ich habe das bei mir ausgestellt, weil ich möchte, dass meine Benachrichtigungen kommen. Wenn ihr das eingeschaltet habt, bekommt ihr auch keine Benachrichtigung, weil kein Pop-up aufgeht. So, ihr müsst das auf jeden Fall ausschalten. Es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, dass man hier bestimmte Seiten zulassen kann. Das kann man sicherlich auch hier irgendwo noch einstellen im Internet Explorer, aber ich weiß gerade aktuell nicht, wie. Das geht bestimmt, aber ich weiß nicht, wie. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal bei Google Chrome. So, jetzt zeige ich euch das Ganze auch nochmal in Google Chrome. YouTube-Einstellungen und so mit der Glocke und was ihr in YouTube eurem Kanal einstellt, ist alles dasselbe. Das brauche ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Aber ich zeige euch jetzt, wie ihr auch in Google Chrome die Pop-ups zulasst. So, dafür geht ihr einmal hier oben wieder auf die drei Striche, klickt auf Einstellungen, geht dann links auf Datenschutz und Sicherheit, auf Website-Einstellungen und wenn ihr jetzt hier runter scrollt, habt ihr hier unten Pop-ups und Weiterleitungen. So, bei mir sind die jetzt zugelassen. So, weil ihr wollt ja eure Pop-ups blockieren, ihr wollt ja nicht mit irgendwelchem Schwachsinn zugespammt werden. Aber in der Regel ist es aus. So, sagen wir jetzt mal, ihr wollt natürlich die Pop-ups blockieren, dann macht ihr das Ding an. Könnt aber hier unten auf Zulassen gehen und könnt bestimmte Websites zulassen, dass ihr von dort Pop-ups bekommen wollt. So, das machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt einfach mal hin und machen jetzt einfach mal hier www.youtube.com rein. So, und ihr könnt auch noch hingehen zur Sicherheit und nehmt noch youtube.de mit rein. So, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied macht, aber auf jeden Fall könnt ihr jetzt von YouTube Pop-ups bekommen, also auch Benachrichtigungen bekommen. Ihr könnt auch hingehen, wenn ihr es spezieller haben wollt, nehmen wir jetzt mal unseren lieben Jazzer als Beispiel. So. Und gehen einfach mal hin, nehmen die Kanal-URL von Jazzer. So. Gehen auf Hinzufügen. Und fügen einfach Jazzers Kanal hinzu. Dann wird auch von Jazzers Kanal die Benachrichtigung durchgehen. Ne? Also, ihr könnt das Ganze, wie gesagt, hier anpassen, könnt eure Seiten einfügen, die ihr zulassen wollt. Und dann bekommt ihr in Google Chrome auch Benachrichtigungen. Dann funktioniert auch die Glocke in der Regel. So, wie gesagt, im Mozilla Firefox wird es ungefähr ähnlich laufen, nur den habe ich jetzt nicht drauf, den Browser, deswegen müsst ihr da gucken, aber da gibt es mit Sicherheit auch einen Punkt für Datenschutz und Sicherheit und dort werdet ihr auch Pop-ups zulassen können. So, das Ganze, wie das jetzt am Handy funktioniert, zeige ich euch ebenfalls noch. So, auf dem Handy fangen wir auch wieder von vorne an und zwar gehen wir erstmal auf unsere YouTube-App. So, dort werden wir jetzt ebenfalls einmal auf PewDiePie gehen. So. Dafür muss ich ihn natürlich jetzt eben einmal kurz deabonnieren. So, Abo beenden. So, und hier ist es genau dasselbe. Ihr klickt einfach auf Abonnieren. So, dann habt ihr rechts die Glocke, die ist personalisiert. Hier könnt ihr auch wieder auf alle Benachrichtigungen gehen und dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen. So, aber wir haben ja gelernt, mit der Glocke aktivieren allein ist es nicht getan. Also gehen wir zurück. Wir müssen auf unseren Kanal. So, klickt auf das Profilbild. Geht dann auf Einstellungen. Dann geht ihr auf Benachrichtigungen. So, und hier habt ihr jetzt auch das zweite Abos. Ich möchte über Aktivitäten zu meinen abonnierten Kanälen benachrichtigt werden. So, das haben wir ja gerade schon gemacht. In der Regel steht das auf Aus. So, wie gesagt, ihr schaltet das ein. Und wenn ihr dann auf Kanaleinstellungen darunter tippt, dann könnt ihr auch hier die einzelnen Kanäle wieder bearbeiten. Haben wir eben gemacht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von Akrin Benachrichtigungen haben wollen, klicken wir auf... Oh, Moment, das war der falsche. So, Akrin. So, dann klicken wir hier auf Alle. Und dann bekommen wir von Akrin jetzt auch alle Benachrichtigungen. So, oder wenn wir zum Beispiel Buzz Rebels, so, gehen wir auch auf alle Benachrichtigungen. So, dann hättet ihr auch am Handy jetzt quasi eure YouTube-Einstellungen vorgenommen. Und jetzt kommen wir noch zum Browser auf dem Handy. Da habe ich jetzt aber aktuell nur den Google Chrome drauf. So, wir sind jetzt auf unserem Handy im Google Chrome Browser. Und dort werden wir jetzt auch die Einstellungen vornehmen. Und zwar gehen wir wieder oben rechts auf die drei Punkte, gehen dann auf Einstellungen. Dann gehen wir auf Benachrichtigungen und hier müssen wir auf jeden Fall den Regler auf ein machen, also quasi anmachen. Jetzt scrollt ihr runter, dort könnt ihr Websites festlegen. So, und dort haben wir ja schon YouTube festgelegt, das ist schon mal sehr gut, denn dann bekommen wir von YouTube auf jeden Fall Benachrichtigungen. So, jetzt gehen wir einmal zurück, so, gehen noch ein Stück runter und gehen auf Website-Einstellungen. Und wenn wir hier noch ein Stück runter scrollen, habt ihr auch hier wieder Pop-ups und Weiterleitungen. So, die müssen wir auf jeden Fall auch einschalten. Und jetzt bekommt ihr auch auf dem Handy eure Benachrichtigung, wenn ihr halt jemanden habt, der live streamt oder ein Video hochgeladen hat. Dann wird auch hier die Glocke auf jeden Fall aktiviert sein.
So Leute, das war alles, was ich euch zeigen wollte. Ihr wisst jetzt, wie ihr die Glocke aktiviert und was ihr einschalten müsst, damit ihr auch Benachrichtigungen bekommt. Es kann sein, dass es immer noch nicht richtig funktioniert, aber mit diesen Einstellungen solltet ihr definitiv mehr Benachrichtigungen bekommen und solltet auch dann mitbekommen, wenn jemand live geht oder ein neues Video hochgeladen hat. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr feiert das Video, ihr teilt das Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein kostenloses Abo sowieso. Wenn ihr mir auf Insta und Facebook folgen wollt, dann dürft ihr das gerne tun. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream, Leute. Macht's gut und ciao. We'll be right back.